So, ich habe jetzt die vorerst letzte Ladung bekommen. Man sieht auch, die Matte verändert sich nicht. Das ist eine Session. Ich habe jetzt hier nochmal ein Premium. Das sieht schon nicht genug aus. Ein Premium Pack von M20. Das letzte normale Promo Pack, was ich besitze. Dementsprechend gucken wir da mal rein. Auch dieses Video noch nicht so lange. Hiernach, ich verspreche, es fängt es wieder mit normalen Boostern. So, ein Gebirge, das kennen wir ja schon. Was haben wir hier noch? Oh, Schiffbruch erleiden. Die Skoo, die Karte. Zwei Mana, schicke alle angreifenden Kreaturen, die ein Spieler in der Wahl kontrolliert, sechs Ziel. Ein Spieler kann seine Bibliothek nach entsprechend vielen Standardländern durchsuchen und sie getappt ins Spiel bringen und dann seine Bibliothek mischen. Die ist richtig gut, die ist richtig underplayed. Hin und wieder mal sieht man die im Modern Deck. Ich spiele die in meinem Modern Deck halt auch. Und ja, ich finde die richtig gut. Einfach so ein Path to Exile auf ganz viele Kreaturen. Das ist nice. Ja, Negate für ein blaues, ein farbloses. Neutralisiere einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch deiner Wahl. In diesem Promo-Art-Ding. Das finde ich bei den neuen Eldraine wesentlich hübscher gemacht. Aber ich glaube, hier war das erste Mal wirklich, dass sie das in Non-Foil gedruckt haben. Vorher gab es die ja schon als diese Premium-FNM-Foil-Gedöns. Und. Was bist du denn? Flut aus Tränen, Hexerei für 6 Mana, das ist schon in Blau. Okay. Bringe alle bleibenden Nicht-Landkarten auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Falls du die auf diese Weise 4 oder mehr bleibende Nicht-Spielsteinkarten, die du kontrollierst, auf die Hand zurückgebracht hast, kannst du eine bleibende Karte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Aha. Vielleicht im Commander, ich habe keine Ahnung. Aber da möchte ich eher weinen. Ich meine, das Artwork ist hübsch. Mit der. Ist das Tamio? Nein, das ist Mu Yanling. Mu Yanling ist das. Wer hat es nicht erraten? Naja, das war das letzte Promo-Pack, was ich hier so rumliegen habe. Und dementsprechend, auch dieses hat mich nicht ganz enttäuscht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.